So, nichts hat sich getan. Wir fahren jetzt einfach mal hier ein normales Rift, damit wir dann auch den ersten großen Stein kriegen. T2. Ach, das ist auch noch ein Q-Rift. Oh. Ja, okay, jetzt ist natürlich der Schaden pompös. Aber Q-Rift ist natürlich geil. Gibt mir nochmal ordentlich Erfahrung und Gold. Ein Paragon. Zwei Paragon. Paragon 12. Geil. Sammler immer gut. Ganze Pläne. Und auch Materialien. Der eine hat Mats gegeben, der andere Materialien, ist okay. Ich glaube, das werde ich auch komplett durchspielen. Boah. Nein! So, auf Nummer sicher gehen, damit ich die nicht doppelt kriege, die Pläne. Glaube, ich muss die Tastenbelegung gleich nochmal umlegen, weil ich ein Softcore anders spiele. Aber da habe ich auch die Heuschreckenplage noch drin. Habe ich jetzt ja noch nicht, weil ich noch nicht den Ring der Leere habe. Trotzdem muss ich es machen. So. Da kommen Piranhas hin. Ja, die kann ich leider lassen. Hier kommen die Geisterspeerfeuer hin. Da haben wir das Absaugen. Quatsch. Mann, ey.
Besser Speerfahrer, das ist okay. Was hatte ich denn noch drin gehabt? Ja, ein Voodoo ist eigentlich Quatsch im Moment. Deswegen nehmen wir da eben das Verhexen noch mit rein. Dann ist das gut. Oh. Wir sind drei. Ja, gut, okay, dann können wir da auch die weiteren Level noch machen. Ah, siehst du, nochmal Sammler. Sehr geil. Sehr schön. Pläne sind gut. Pläne sind echt gut. Nein, Sackgasse. Noch nicht bereit. Ich brauche mehr Zeit. Noch mal zwei Goblins. Schild. Wir sind erst auf 5 und es gibt 10, ne? Also so viele Goblins. Ja, ich muss schon wieder in die Stadt. Was war das? Brust. Okay. Königliche Amethyst, königliche Rubin.
seht aus, als könntet ihr diesen sicherlich sehr nützlichen Gegenstand gebrauchen. Ich habe schon Besseres gesehen. Das kann ich mir nicht leisten. Aber ein Uralt, Alter! Oh, fuck! Och Mensch, wäre da wieder drauf, ne? Aber Rerollen mache ich nicht, das ist mir zu teuer. Und es gibt 3 Seelen, auch gut. Ach ja. Die Flächenschaden brauchen wir ja nicht. Wellen pro Treffer holen. Vielleicht wird dieses ganze Video nur das Cool Rift. Wie viel Bounty Mask kriege ich eigentlich auf T2? Nummer 2 normale. Bereit.
Armschienen, grün. Helms, toll. Nein. Naja. Die sind, werden wahrscheinlich besser. Nee! Ich hab halt Crit drauf, ne? Der Gürtel ist aber besser. Ey, oh, 21% Zähigkeit, ne? Pff. Oh, bleibt wohl nicht aus, ne? Den könnte ich vielleicht irgendwann nochmal cuben. Deswegen bewahren wir den erstmal auf. So, dann machen wir hier das so. Fangen den dann da rein. Ich habe ein paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. So, wollen wir noch mal gucken, was wir da so hochcraften können. Okay. Ja, das war klar. Kostet das 3 Millionen? Oh. Boah, nee, das mache ich nicht. Boah, dann kommt
Der natürlich da wieder rein. So. Abklingzeit nur da. So. Kopfschutzressource kosten. Ja, ich brauche die aber. Boah. Also, das war es dann jetzt auch erstmal wieder für diese Session. Wir haben das Cool-Level so gut es geht denn ausgenutzt. Bushfield habe ich jetzt keine mehr, also kann ich da auch nichts mehr gamblen. Und dann geht das so halt dann weiter. Mal gucken, ob wir hier noch vielleicht noch irgendwie was rerollen können, ohne da groß was kosten zu lassen. Der zum Beispiel sind richtig geil, aber dass man hier vielleicht mal irgendwie Crit drauf kriegt oder irgendwas. Und dann schauen wir mal. Aber das war's erstmal soweit. Ne? Bei Fragen, Sorgen, Nöte, Anträge, alles in die Comments rein. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.